Trotz internationaler Hilfe kann für die Lage am Horn von Afrika noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Zahl der von Hunger und Dürre betroffenen Menschen ist auf 13 Millionen in Kenia, Somalia und Äthiopien gestiegen. Hinter jedem Gesicht verbirgt sich ein persönliches Schicksal. Der Kampf ums Überleben zehrt an den Kräften. Die von Landwirtschaft und Viehzucht lebenden Familien haben ihre Existenzgrundlage verloren. Die Not der Menschen ist unvorstellbar. 70% ihres Viehbestandes sind tot. Ohne Vieh gibt es keine Nahrung und auch kein Einkommen. Keiner weiß, wie er hier überleben soll. Die gefürchteten Al-Shabaab-Milizen haben in Somalia begonnen, ihren Machteinfluss auch unter den Hungernden zu vergrößern. Die instabilen Machtverhältnisse erschweren den Hilfsorganisationen die Arbeit. World Vision legt am Horn von Afrika den Fokus besonders auf die Versorgung von unterernährten Kindern. Mit spezieller Aufbaunahrung und vitaminreicher Kost werden die Kinder unter medizinischer Aufsicht aufgepäppelt. Ich bin so glücklich, dass ich es bis hierher geschafft habe. Die Mitarbeiter von World Vision haben sich um meine geschwächte Tochter gekümmert. Sie hat zu essen bekommen. Heute habe ich diese Nahrungsbeutel erhalten, die meiner Tochter helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Auch im weltweit größten Flüchtlingslager Dadaab an der Grenze zwischen Kenia und Somalia stehen World Vision-Mitarbeiter im Einsatz. Tausende Zelte wurden zur Verfügung gestellt. Wir verteilen hier 5000 Haushaltskits mit Geschirr und Töpfen. Wir verteilen Decken und auch Hygieneartikel. Die Lebensbedingungen sind hier kritisch, nicht zuletzt wegen der Dürre und dem Hunger. Viele Familien konnten inzwischen Notunterkünfte beziehen. Neben Nahrungsmitteln haben sie auch Ziegen erhalten, mit denen sie langfristig wieder unabhängiger werden können. Täglich bringen Tanklastwagen Wasser zu den bedürftigen Familien. Intensiv wird nach Wasser gesucht. Bohrungs- und Brunnenbauprogramme wurden gestartet. An dieser Stelle wird World Vision beginnen, einen neuen Brunnen zu bauen. Er soll den Menschen in dieser Region genügend Wasser geben. In Zusammenarbeit mit Regierungsstellen, anderen Hilfsorganisationen und der UN wird nach Lösungen gesucht, wie die Ernährungssituation für die Bevölkerung langfristig gesichert werden kann. Neben der Soforthilfe werden auch langfristige Maßnahmen im Kampf gegen die Dürre ergriffen. Hilfe zur Selbsthilfe steht hier im Vordergrund. Hier in Turkana sehen wir beispielhaft, wie es sich auszahlt, wenn man rechtzeitig Bewässerungssysteme baut. Die Bauern hier haben mir erzählt, dass sie ernten können und mit Gemüse und Früchten Geld verdienen können. Ihre Kinder gehen zur Schule und erhalten dort gute Bildung. Einen Lichtblick in dieser schwierigen Situation gibt es in diesem kleinen Dorf im nordöstlichen Kenia. Hier hat World Vision vor einigen Jahren begonnen, ein Bewässerungsprojekt zu starten. Für 2300 Familien ist das Leben hier gesichert. World Vision setzt zur Bewältigung der Krise am Horn von Afrika auf eine doppelspurige Strategie. Erstens, Fortsetzen der eingeleiteten Sofortmaßnahmen im Bereich Ernährungssicherung, medizinischer Hilfe und Verbesserung der Lebensbedingungen der Hungernden. Zweitens, Start langfristiger Programme im Bereich Klima, Bildung und Landwirtschaft, um Millionen Menschen das Überleben zu sichern.